Natur und Sport sind die Schnittstellen des Universum-Zweiteilers Schlattinger Bergwelten, der 2 Wochen vor WM-Start im ORF ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht die faszinierende und vielfältige Landschaft des Ennstals. Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Universumspräsentation Schlattminger Bergwelten. Seit Jahrtausenden ist Schlattming ein außergewöhnlicher Lebensraum für Mensch und Tier. Universum geht den Ursachen dafür auf den Grund. Stücke der Fernsehwelt hier präsentieren zu dürfen, es sind die aufwendigsten Dokumentationen, die je hier in dieser Region gemacht worden sind. Das ist ein großer Bestandteil der Arbeit von Universum. Und ich glaube, in Von Gipfeln und Gemsen, dem ersten Teil der Dokumentation, steht die Darstellung der vielfältigen Tierwelt zwischen Dachstein und Niederen Tauern im Mittelpunkt. Die Leistung des Menschen, der die atemberaubende Naturlandschaft zugleich zur Kulturlandschaft gemacht hat, dominiert den zweiten Teil. Alles, was der Film zu bieten hat, kam hier zum Einsatz. Wunderbares Werk, vielen Dank den Produzenten. Was Sie heute hier sehen, ist absolut außergewöhnlich. Das hat es in dieser Dichte, in dieser Konzentration, seit es die Universum-Redaktion gibt. Das ist Weltklasse, was wir heute hier zu sehen bekommen haben und was wir noch sehen werden. Weil es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man in der eigenen Heimat ja, vor seinen eigenen Leuten einen Film präsentiert, an dem auch viele im Publikum mitgewirkt haben. In der Postproduktion waren es wirklich Dutzende. Der Universum-Film entstand als Koproduktion von ORF und Intersport-Film und wurde von Fernsehfonds Austria und Sinisteria gefördert. Applaus gilt aber allen Einzelnen, die hier im Schlussroller stehen. Eine ganz, ganz tolle Dokumentation und ich kann allen nur dankbar sein. Wenn man da vorne gesessen ist, hat man den Eindruck, da muss ich jetzt rauf auf den Berg. Und gerade Schlattming mit der Planei, wenn man das sieht, natürlich auch der Hauser Keibling, natürlich auch die Reiteralm, die Ramsau, das ist ein Gebiet, wo man den Eindruck hat, von da aus muss der Herrgott die Welt erschaffen haben, nicht? Also das sind privilegierte Flecken unserer Heimat und ich hoffe, dass alle wissen, was wir eigentlich in dieser Welt, an dieser Welt haben. Naja, der Beweggrund war der, dass man glücklicherweise an mich herangetreten ist von der Universum-Redaktion und gesagt hat, es gibt eine Weltmeisterschaft in Schlattming und wir wollen fürs Universum 2 große Dokumentationen drehen und glücklicherweise bekam ich die Chance vom ORF eben einen dieser beiden Teile für diese Sendung gestalten zu dürfen. Wir haben 1,5 Jahre daran gedreht, haben im Herbst 2011 begonnen und jetzt ist es endlich soweit, knapp vor der Skiweltmeisterschaft wird ausgestrahlt. Die Universum-Dokumentationen Schlattminger Bergwelten sind einzigartig. Normalerweise gibt es Universum-Dokumentationen über größere Gebiete, beispielsweise in Afrika, in Asien oder auch in Europa. Es ist zum ersten Mal, das ist eine Weltpremiere, dass über ein relativ kleines Gebiet, nämlich Schlattming, 2 Dokumentationen angefertigt worden sind. Das ist die erste Weltpremiere. Das zweite ist, dass zum ersten Mal aus einem Landesstudio ein Team, nämlich Kameramann und Regisseur, für eine Universum-Dokumentation verantwortlich zeichnen. Gernot Lercher und Erhard Seidel in diesem Fall. Und dass eine Universum-Dokumentation in einer Zeit hergestellt werden konnte, dass sie rechtzeitig vor der WM fertiggestellt werden konnte. Es ist wunderbar, in was für einer wunderschönen Gegend wir leben. Und ich habe schon gesagt, für unsere ganze Region, und wir zählen uns jetzt einfach dazu, gell, das Salzkammergut, ist es gewaltig. Derart präsentiert zu werden, diese Seele zu spüren, was diese Region hat, ist perfekt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Beide Teile sehr gut gefallen. Auf der einen Seite die Naturlandschaft von der Region, von der Heimat und auf der anderen Seite diese Volkskultur. Und natürlich freut es uns als Öblaner Festspiele ganz besonders, dass wir da auch in einer kurzen Sequenz vorkommen sind. Von Helden und Pionieren, deren
Visionen und Schaffenskraft neue Welten erschlossen haben. Sie haben als Wegbereiter Tore in ihre Berge geschlagen und sie Fremden geöffnet. So ist diese Region im Lauf ihrer wechselhaften Geschichte über sich hinausgewachsen.